Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone, dem illustren Kartenspiel mit eurem Giga Greavy, das bin ich, und ich mische mal wieder die Karten. Und eigentlich warte ich ja immer, bis hier dieses Klimbim losgeht in der Musik, aber auf einmal kam mir diese Lü-lü-lü-lü-lü. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr mitbekommen, und jetzt steht hier die ganze Zeit, der Pechschwingenhort ist jetzt offen. Was es genau damit offen auf sich hat, ja, offen, ne? Das weiß ich gar nicht so genau. Ich denke, es hat was mit dieser Solo-Kampagne zu tun, die man hier auch spielen kann. Ah, da ist auch schon unsere altbekannte Musik. Aber wir wollten eigentlich ganz normal hier eine Runde spielen, denn ich glaube, das Solo-Abenteuer, das kann ich mir gar nicht leisten. Das muss ich, glaube ich, bezahlen. Wir können ja mal schnell reinschauen. Ja, genau, ich habe nur den Gastwirt Naxxramas. Oh. Willkommen im Schwarzfels, meinem Zuhause. Oh, okay. Kein Zuhause? Dich werde ich auf Spieß braten, Drache. Okay. Was ist, wenn ich das jetzt starte? Ja, wisst ihr was? Ihr solltet vielleicht dem geschmolzenen Kern einen Besuch abstatten. Ragnaros hat meine Gastfreundschaft genug beansprucht. Ich verstehe. Nur zu, Insekt. Okay, ich verstehe. Man kann also tatsächlich hier für 5,99 € oder aber 700 Gold sich das Ganze erkaufen. Man kann auch das ganze Abenteuer kaufen für 21,99 €. Ja, kann man ja mal überlegen, ob man das irgendwie macht. Mal schauen, jetzt aber nicht. Dann spielen wir jetzt mal fix eine Runde im ganz normalen Spielmodus. In der Hoffnung, dass sich ein Gegner finden lässt. Und ihr wisst ja, wir leveln aktuell den Krieger. Das werden wir natürlich auch heute nochmal tun. Das tut mir ganz so leid, dass das dann vielleicht ein bisschen langweilig ist. Ich weiß es nicht so richtig, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir hin. Der Krieger, ne? Da wissen alle Bescheid. Und ich weiß auch nicht, ich bin ja wirklich geneigt, dann einfach mal demnächst mir ein paar Karten herzustellen. Wir haben ja inzwischen einige angesammelt, die wir auch nicht alle verwenden. Die können wir ja eintauschen gegen Zauberstaub. Garrosh gegen Rexxar! Lass die Jagd beginnen. Sieg oder Tod. Genau, wie gesagt, das kann man alles eintauschen, wenn man denn mag. Und für diesen Zauberstaub, oder ich glaube, heißt der Zauberstaub? Ich glaube, ja. Irgendwie sowas. Irgendwas bekommt man dann. Und das kann man dann eintauschen wiederum gegen andere Karten. So, natürlich bekommt man weniger Staub, wenn man eine Karte einlöst, und muss mehr ausgeben, wenn man eine herstellen möchte. Ist ganz logisch. Aber das könnte ganz interessant sein, und das können wir uns wirklich mal anschauen. So, er haut hier erstmal seinen Steinhauer eben raus. Der begrüßt uns. Ruft einen Murloc-Späher herbei. Jetzt wird er natürlich seinen Eber benutzen. In der nächsten Runde. Um unseren Murloc-Gezeitenjäger zu erledigen. Und deswegen bin ich jetzt am Überlegen, vielleicht jetzt die Runde zu warten. Okay. Können wir jetzt wahrscheinlich auch vergessen. Oder auch nicht. Warten wir es mal ab. Wir spielen auf alle Fälle jetzt erstmal die Kriegshymnen-Anführerin. In der Hoffnung, dass er sie nicht besiegen kann in dieser Runde. Das ist das eigentlich Wichtige. Und dann können wir nämlich in der nächsten Runde den Murloc-Gezeitenjäger rufen. Gut. Das ist natürlich sehr ärgerlich, dass er ausgerechnet jetzt diese Karte hier bekommt. Schade. Dann weiß ich, wie die nächste Runde ablaufen wird. Er wird entweder hätte er jetzt unsere beiden Monster geplättet und hätte dann seine beiden Spinnen bekommen. So muss er zumindest jetzt unsere Spottkarte erledigen, und das ist ja auch nicht so verkehrt. Ich bin geneigt, dann hoffentlich irgendwann den Herrn der Arena spielen zu können. Ich weiß nicht, inwieweit der Jäger über bestimmte Zauberkarten verfügt. Er hat ja eigentlich nicht so viele davon. Okay, das war ein kluger Schachzug. Jetzt kann er meine anderen Monster auch erledigen und bekommt am Ende seine beiden Spinnen. Da ist er natürlich jetzt, ja, hat er eigentlich alles richtig gemacht.
Die Axt hebe ich mir für die richtig dicken Brocken auf. Das habe ich von einem sehr guten Freund von mir gelernt, die Waffe lieber für die großen Monsterbrocken aufheben. Okay, alles klar. So, jetzt ist die große Preisfrage. Wollen, ja gut, wenn ich jetzt den Oger der Felsfäuste spiele, dann erledigt er den so oder so. Den Herrn der Arena zu spielen, ja, macht jetzt auch nicht so richtig viel Sinn. Was jetzt? Dann spiele ich lieber den Frostwolf Grunzer, oder? Und einmal den Wolfsreiter, dann soll er die einfach mal erledigen, das ist nicht das Problem. Dann hat er zwei Spinnen und ein... Nee, Moment, dann ist es ja noch gar nicht so weit. Die Spinne muss er ja für den Wolfsreiter opfern. Oder auch nicht mehr, gut, okay. Dann hat er seinen Ansturm-Murloc und die Spinne opfert er jetzt für den Wolfsreiter. Nun gut. Okay, jetzt wird es dann doch langsam gefährlich. Aber ich muss ja eigentlich was spielen. Ich kann nur seine beiden Spinnen nicht ausschalten. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Die Tore sind geöffnet. Nein, ich Idiot. Na egal. Das passt schon. Ich hätte es auch ganz anders machen sollen. Ich hätte einfach Sturmangriff auf meinen Murloc packen sollen und hätte seinen bemannten Himmelsgolem vernichten können. Aber naja gut, lieber noch eine Spottkarte gespielt. Jetzt könnte er theoretisch seinen Himmelsgolem nutzen. Oder auch nicht. Das ist natürlich jetzt sehr bitter. Das sieht nicht gut aus für uns. Und er hat jetzt auch nicht so die überragenden Karten auf der Hand gehabt. Er macht das ganz clever. Ich kann nur versuchen, mich hier mit Spott so ein bisschen über Wasser zu halten. Aber ob das so richtig was bringt, ich weiß auch nicht. Mit 8 Schaden dann zurückzuschlagen, ja gut. Wäre eine Variante. Das Dingo. Ja. Ich muss ja mal was machen jetzt. Aber ich will die Waffe eigentlich nicht opfern. 3 Schaden kann er machen. 3 Schaden kann er mir hinzufügen. Gut gespielt. Look da, Ogre. Gut. Machen wir es mal lieber so. Das Problem ist, wenn er jetzt einen Murloc gehabt hätte. Oder so jemanden, genau. Dann greift er an und dann hätte er seine anderen beiden Diener opfern können. So. Und das kann er jetzt nicht mehr machen. Jetzt muss er nämlich den hier opfern, genau. Okay. Jetzt wird es natürlich trotzdem langsam eng. Nur gut. Jetzt kriege ich nicht mal Sturmangriff hin. 2, 7. Ja. Toll. Ganz, ganz super. Ich frage mich, ob... Look da, Ogre! Neun.
7, 9, ja. Toll. Was glaubst du so? Da fehlt mir jetzt wirklich der Sturmangriff, ich fasse es nicht. Hätte ja auch nicht gerechnet, dass er jetzt einen Angriff 4-4 bekommt, aber okay. Ja, das heißt dann wohl, dass er gewonnen hat. Der Schuss ging daneben. Das stimmt. Gut gespielt. Gut gespielt. Lass ihm das einfach mal. Er darf das jetzt. Ah, oh, ja, okay, alles klar. Ja. Entschuldigt bitte. Das war's. Schade. Weil das ärgert mich wirklich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich jetzt hier gerade sitze und mich wieder ärgere, dass es wieder nicht geklappt hat. Ich meine, es ist schwierig gegen den Jäger, weil der Jäger sofort darauf abzielt, Lust zu starten, aber trotzdem, das ist so billig, das kann man so nicht spielen, das ist nicht clever gemacht, keine guten Kombinationen rausgeholt, das ist alles, wir müssen uns gedulden bis zur nächsten Folge, in der Hoffnung, dass wir dann mal wieder gewinnen. Es ist ärgerlich, ich ärgere mich wirklich. Ich wünsche natürlich trotzdem alles, alles Gute, einen wunderschönen Tag und ja, good game, ne. Giga Grievy sagt halt good game, es ist halt so. Bis dahin, macht es gut, euer Giga Grievy. Ciao, ciao.